Menschen, die eine lange Uhr tragen, haben nicht mehr und nicht weniger Zeit. Eine Uhr braucht praktisch heute jeder Mensch. Für mich ist die mechanische Uhr interessanter, weil sie lebt. Und wenn Sie sich bei mir hier umgucken, überall tickt's und macht's, nicht wahr? Die Firma Lange und Söhne wurde von meinem Urgroßvater Ferdinand Adolf 1845 in Glashütte gegründet. Lange und Glashütte, das ist so eng miteinander verbunden. Wenn ich durch Glashütte gehe, achte ich auf alles. Ich freue mich, wenn die Leute auf einen zukommen und einen ansprechen. Ich versuche, die alten Traditionen fortzusetzen und auch weiterzugeben. Sie werden es den Mitarbeitern anmerken, mit welchem Stolz sie ihrer Arbeit nachgehen. Man muss die Tradition wahren, aber den Fortschritt mitnehmen. Wenn ich von einer Reise zurückkomme, dann gehe ich erstmal in die Natur. Man braucht den Ausgleich. Stillstand ist Rückgang. Aber man muss auch mal ein Päuschen machen.